fighting from the red corner from Switzerland, Ili Rashidi. Fighting in the blue corner from France, Christian Mendes. It is my weapon, come to my phone with the top of that song. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk me. Drop it to the floor, make that ass shake. Und es kommt gerade zum nächsten Kampf, Schweiz gegen Frankreich. Jetzt sehen wir nämlich in der Gewichtsklasse bis 82,5 Kilogramm der Ili Rashidi gegen den Christian Mendes. Ili Rashidi mit den roten Händchen aus der Schweiz gegen den Franzosen Christian Mendes. Der Ili Rashidi, du kennst ihn ein bisschen, was ist er für ein Kämpfer? Er ist, kommt aus Kanton St. Gallen, im gleichen Gym wie Bessir Veseli. Es sind gute Jungs, er ist gut, kompletter Boxer, er ist sehr guter Boxer sogar. Er ist letztes Jahr bei uns trainieren im Training, weil es ist schwierig, der Schweiz Sparringpartner zu finden, vor allem in der seine Größe. Dann, ich glaube, wenn er sich Kondition und gut vorbereitet ist, er wird am Franzosen. Ja, wird besser sein. Und ich weiß nicht, Franzosen kenne ich gar nicht, man weiß gar nicht, wie der Kampf. Ist wieder die unbekannt, ist wieder keine Situation. Er ist mir voll unbekannt, ich kenne ihn gar nicht und ich kann mehr, ab der ersten Runde kann ich vielleicht ein bisschen mehr sagen. Gut, wir werden nachher bei dir nachhören natürlich und wenn man aufs Hinterteil von Ili Rashidi schaut, besser gesagt auf die Hose, sieht man Fearless, also ohne Angst, dem Fall geht er hier in den Kampf immerhin etwas, wo uns darf die Mut machen, neben seiner Kampfbilanz auch der 22-jährige Schweizer. Ili Rashidi hat 19 Siege eingefahren, 20 Jahre alt ist, Entschuldigung, nicht 22, hat 22 Kämpfe gehabt, so ist richtig, 19 Siege und 12 von diesen 19 Siegen hat er durch K.O. erreicht. Also, allenfalls sehen wir heute den 13. Knockout. Er ist einmal spezialisiert, wie gesagt, guter Boxer, ich habe seinen Bruder, Blerim Rashidi, hat früher auch gekämpft, etwa 10 Jahre lang, auch Weltmeister. Und sie sind gute Jungs, sie trainieren immer hart, sie sind super Jungs, sein Bruder studiert, er hat eine Lehre abgeschlossen und arbeitet nebenbei wie alle anderen, die meisten, die jetzt noch nicht Profi sind. Und ich setze wieder Karten auf den Schweizer, auf die rote Ecke. So widerspreche ich natürlich nicht. Das würden wir uns auch wünschen, der Ausgang vom heutigen Kampf. Es wäre der dritte Sieg von einem Schweizer am heutigen Oben. Questions? Ili Rashidi, der Polymechaniker gelernt hat. Also, etwas mit der Druckerei haben wir gehabt, mit dem Bessir Veseli. Und jetzt haben wir einen Polymechaniker im Ring. Und das hier eine Zuschauer, das werden wir jetzt gerade sehen. Ich wäre jetzt am liebsten auf seine Ego und gesagt, er müsste jetzt gehen mit seinen Füßen, gehen die Füße. Ist es passiv? Er muss gehen mit Füßen. Der andere kann nie so gut boxen wie er und er muss seinen Kampf machen. Sonst sind nur 3 Runden da und der andere ist nicht schlecht. Er sieht recht sicher aus, der Franzose, und er wird schwierig haben. Jetzt hat er zuerst mal seine boxische Fähigkeit, der Zeit gerade nochmal nachgelegt. Ja. Man darf nicht vergessen, die Low-Kicks sind ganz hart. Wenn noch 2-3 so Low-Kicks kommen, dann wird er nie haben, wieder zu boxen.
Jetzt hat man aber in der Ecke die Rangie, die Boxer ist klar überlegen. Das sieht man auch in dieser Szene. Und mit dem Knie nachher doppelt. Hey. Wenn jetzt der Franzose voll zu ist und defensiv und zu macht, dann verliert er seine Position. Und obwohl ich denke, dass die Kondition lange wird wie den Rashidi, dass er seinen Kampf gewinnen wird. Die Frage bei ihm natürlich ist auch wieder ein vorzeitig gewinnen oder nach Punkten. Wie gesagt, die Low Kicks, der kommt immer rein mit Low Kicks, er blockt nicht, das ist schlecht. Macht ja, Kicker trifft immer, obwohl, wie gesagt, Öl ist gut mit Boxen. Ist ihm bis jetzt überlegen, eigentlich. Jetzt sollte es mit Low Kicks kombinieren. Aber eben, wie gesagt, er ist zu guter Boxer. Und let's go. Eins, wenn der andere jetzt zu macht, müsste es einen Low Kick geben. Jetzt ist voll zu. Das ist Thai-Boxen, Kickboxen. Also jetzt. Du einfach zu sehr nur Boxen und zu wenig mit dabei arbeiten. Ja, das ist schlecht. Wenn es nach Punkten am Schluss der andere mehr Punkte mehr macht, dann gewinnt der andere. Stopp! Knapp. Also ja, leicht führen. Wir sind optimistisch und sagen, dass die Runde knapp könnte an Irashiti aus der Ostschweiz gehen. Wir hoffen nicht, dass es so ist, aber es ist wirklich ein ausgeglichener Kampf. Hier haben wir die Situation, dass mit Christian Mendes ein unbekannter Gegner im Ring ist für Irashiti. Und das macht die ganze Sache natürlich insofern nicht einfach, wenn man sich wiederum nicht darauf einstellen kann, was erwartet einem hier. Und wie schätzt du den Franzosen sein nach einer Runde? Ich hätte den Rashidi, den grossen Ding, setzen. Boxen und Locks. Merkt ihr, Asim, der ist mit dem Gedanken voll beim Rashidi. Er schaut, weil er auch will ihm Zeichen geben. Du bist ja wirklich auch halb Trainer dann voll. Du bist noch wirklich ja wirklich voll dabei. Ja, ich finde super Typen. Sie haben bei mir auch vorbereitet, trainiert und so. Und ja. Ich kann schon ein bisschen, ja. Aber jetzt noch ein kurzes Wort zum Christian Mendes, zum Franzosen. Wie schätzt du ihn nach dieser Runde? Er ist nicht schlecht. Er ist sicher, man weiß nicht, er könnte kommen und den Irashiti ausnocken. Das weiß man nie. So ein Gewichtsglas bis 82 Kilo. Was würdest du im Irashiti jetzt roten? Boxen-Logik kombinieren. Aber ich würde jetzt so gerne schreien, aber ich bin jetzt da. Warte, ich mach schnell weg, darf schreien. Boxen-Logik, wir sind ja ran, komm. Round 2. Das haben sie bei meinem Mikrofon gehört. Asim ist schnell zum Trainer geworden. Er muss jetzt. Ist natürlich auch verständlich, wenn man hier. Kombinieren, wir haben gesehen, erst einfach Boxen, das macht man nicht. Aber man muss jetzt Low-Kick gehen. Distanz und Low-Kick. Aber eben. Beim Boxen ist er dabei, das ist gut. Aber er lässt keine Kicks folgen. Die Kicks. Jetzt hat man Low-Kick gebracht. Weil der Franzose hartnäckig, wie nicht K.O. gehen mit Füßen. Hartnäckig. Fight! Das heisst, allein mit dem Boxen wird man ihn nicht können besiegen. Wir müssen noch mehr Kick folgen. Schwierig. Jetzt aber doch ein Treffer in einer sehr empfindlichen Gegend. And not too long with your head, huh? Okay. Fight! Break! Fight! Ja, jetzt hat er mal einen Low Kick gebracht. Das ist jetzt mal gut, oder? Weil der Französisch, wir sehen, ist auch empfindlich. Break! Hoffen wir, dass der Ratschlag vom Asim. Sie haben es wohl nicht gehört, wir haben den Ton noch mal kurz weggemacht. Er hat noch mal etwas. Jetzt wieder Schweiz im Ring 3:0 gewinnt gegen Frankreich. Und du rutschst wirklich halt mehr Low-Kicks, weil jetzt muss er langsam kommen. Der Franzose sagt auch, es macht auch nicht den Eindruck, dass der Christian Mendes aus Frankreich müde wird. Also er kann gut mitheben. Er ist gut. Es ist gefährlich. Jetzt aber Athlet. Super. Gut. Fight! Wir sehen, die Kicks kommen. Kicks müssen kommen. Wie effizient sind solche Aktionen? Klar, sieht gut aus. Man denkt, wir hätten in der Ecke, aber bringt das auch wirklich viel? Braucht viel Kondition, wenn der andere zu mit geschlossener Deckung da steht, dann kannst du ihm nichts machen. Ich habe mit ihm sogar noch Sparring gemacht, ganz leicht, in Vorbereitung. Eine Runde hat geläutet, hat sie nicht gehört. Es hat geläutet. Muss der Ringrichter nicht dazwischen gehen? Ja, Ringrichter, ja. Ich gehört. Gegen Ende der Runde ist aber recht auf von Irashiti. Ja, jetzt ist er ein bisschen besser geworden, leicht besser. Das macht hoffentlich... Aber der Franzose macht, Christian Mendes macht definitiv nicht den Eindruck, als dass er schwächer werden würde.
Guter Kampf, sehr guter Kampf, bis jetzt. Was war das Rezept für die dritte Runde? Ja, ich müsste gehen, weil sonst wäre fast also leicht besser in der zweiten Runde. Schweizerisch leicht besser, ist sogar noch Kosovo-Albaner wie ich. Und ich möchte ihn gönnen, dass er gewinnt, weil ich arbeite alle nebenbei und mache das nebenbei. Er hat mich sich gut vorbereitet, Sparring und so. Und ich hoffe, dass er gewinnt natürlich, oder? Und da sehen wir Christian Mellis im Bild, der Franzose, der doch am Schnaufen ist, aber nicht den Eindruck macht, als wäre er völlig erschöpft. Komm auf, Feuerland! Lass uns! Komm auf, wit, wit, wit! Ey, ihr Basket! Komm auf, wit, wit! Hoi! Round 3. Jetzt geht er zurück. Natürlich alles harte Treffer. Er sieht immer so einfach aus, okay, steck mal so einen Kick ein, aber so einen Kick, der tut unglaublich weh, halbe Tonne Schlagkraft, wo da oft die Bauchmuskel trifft. Das sieht zwar einfach aus zum Wegstecken, ist aber überhaupt nicht. Und zu viele von diesen Kicks darf man auch nicht kassieren, weil sonst wird es wirklich schwierig, noch selber die nötige Kraft können aufzubringen, um dann die wichtigen Punkte können zu landen, weil nach einem K.O. setzt bis jetzt definitiv nicht aus. Ich weiß gar nicht, was habe ich gerade wollen sagen. Ich weiß ein paar Schwachpunkte von Will und das habe ich gehofft, dass das nicht kommt, aber ich habe das gar nicht gesehen und ich weiß, was es ist. Das sind viele Typen, sagt man, es gibt kein K.O., dann geht es natürlich auch auf die andere Seite. Schon letzter Kampf so verloren mit Füßen und das ist. Wo ist genau das Problem gewesen? Ich habe gar nicht gesehen, aber ich habe gewusst, ich wollte gerade sagen, dass er einfach schwache Kinn hat, ist einfach Glaskin geworden. Die letzten zwei Kämpfe hat er jetzt auch so verloren. Glaskin heisst, dass wenn man einen Treffer an einer empfindlichen Stelle bekommt, ja, dass er ist fertig. Fertig. Und er sollte mindestens ein Jahr zwei Pausen machen, das springt nicht. Der letzte Kampf genau gleich, letztes Jahr so verloren. Das ist so schade. Also du würdest im Roten zu pausieren? Mindestens ein Jahr. Jetzt sehen wir die Wiederholung, Da haben wir gesehen, der Hocke ans Kini. Genau. Und dann ist fertig gewesen. Kaum habe ich gesagt, es sieht nicht nach einem Knockout aus, ist nämlich typisch, gibt es gerade einen. Wir haben aber eher damit gerechnet, dass der Schweizer der Ilra Schitti einkommt und dort ist auch, wo der Kampf verliert. Ja, mit Lucky Pants, das ist... Mit einem rechten Haken auf die linke Gesichtshälfte. Mhm. Und dann sind kurz leichter ausgegangen beim Ilra Schitti. Also enttäuschend. Sehr enttäuschend. Ich habe ihm gesagt, er müsse anders trainieren, anders machen, aber... Er hat es noch nicht, er hat es nicht im Griff. Er ist Lucky Pants, jeder sieht im Fernsehen, alle werden es sehen und es wird schwierig sein für ihn. Der Zukunft sieht schwierig aus, super Sportler, 20, guter Typ, trainiert gut alles, aber eben. Wieso wird es schwierig? Ja, wir haben alle wissen, wo wir alle wissen. KO in the third round. And the winner is, from the blue corner, France, Christian Mendes! Sprich, alle wissen, wenn ich gegen eine Ilra Schitti gewinnen muss, muss ich ihn ausgeben. Man kann die Nacken, der Tyson hat auch so eine Nacken. Und alle, es ist machbar.